Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog-Eintrag. Heute ist wieder Jogging angesagt. Und heute will ich mal länger als nur 5, 6 Kilometer laufen. Dafür habe ich mir auch, Achtung, ich zeig's mal. Wo ist es hier? Mein Knie bandagiert. Damit's hält. Weil immer nur 5, 6 Kilometer ist kacke. Naja. Jetzt kommt's Intro. Bin jetzt bei Kilometer 1. Läuft noch alles super. Hab mir heute mal einen Waldweg ausgesucht. Weil auf den Wegen, die ich sonst laufe, ist immer asphaltiert. Und das haut schon auf die Knie dann mit der Zeit. Deswegen habe ich mir jetzt so einen schönen Waldweg rausgesucht, der mir die Beine schont. Hört sich bescheuert an. Aber gut, ist halt so. Ja. Also, ich laufe weiter, soweit mich die Füße tragen, sage ich jetzt mal. Seit geschlagenen 20 Minuten laufe ich jetzt bergauf. So eine Scheiße. Ich sag euch. Hier geht's nur bergauf. Ich weiß gar nicht, wo ich hier laufe. Laufe ich hier im Himalaya oder was? Naja, ich mach mal weiter. Ich guck mal, wo das hier hinführt. Ich glaube, ich war schon mal hier, aber schon lange her. Aber der Körper und die Knie machen es mit. 30 Scheißminuten bin ich jetzt nach oben gelaufen. Nur bergauf. Das erste Mal, dass mal ein gerades Stück da ist. Aber, ach Scheiße. Da hinten sehe ich schon wieder einmal ein Reh. Ein Reh ist gerade hier drüber gelaufen. Ich bin also im tiefen Wald. Und ich sehe, es geht schon wieder bergauf da hinten. Was eine Scheißstrecke. Aber ich muss sie jetzt meistern, ist egal wie. Mein Knie hält, alles super. Ist halt nur scheiße anstrengend immer bergauf. In 200 Meter geht es wieder weiter mit dem Aufstieg. Boah, Alter. Wenn man denkt, es kann ja gar nicht mehr höher gehen, kommt hier nochmal so ein Scheißberg. Ehrlich. So ein Rotz. Der Arschlochberg in Rambach ist schon fies. Aber das Ding hier, ich will es mal zeigen. Das geht, weiß ich nicht. Hier. Da. Ist, als wenn du eine Wand hochkletterst. So ein Rotz hier. Aber die Sau wird mich nicht verarschen. Ich weiß gar nicht, wie weit er ist. Aber so weit kann es nicht sein. Himalaya ist nur 8000 Kilometer hoch. Meter. Ich bin da schon bei 7, 9 gefühlt. Ich schaff das schon. Ich hab's gleich. Ist da oben ein Weg? Oh ja, da ist ein Weg. Der führt gerade. Ich sag's euch, guck mal hier. Guck mal da hinten. Daher komme ich. Noch 20 Meter. Oder 30. Egal. Ich laufe mal hier lang. Oh, ist das schön. Wieder gerade zu laufen. Erholsam. Bis gleich. So, jetzt bin ich, glaube ich, am höchsten Punkt angelangt. Ja, da oben ist ein Funkmast, das ist ein gutes Zeichen. Am höchsten Punkt angelangt. 50 scheiß Minuten bin ich hier hochgelaufen. Es fängt auch noch zu regnen. 50 Minuten! Adrian! So hat Rocky damals gemacht. Seinerzeit in Philadelphia, als er die Treppen des Kapitols hochgelaufen ist oder was auch immer das war.
Die Jungen werden es nicht kennen. Guckt mal, Rocky. Naja, ich laufe auf jeden Fall wieder zurück. Bah, Marotzen, Entschuldigung, hat Rocky auch gemacht. Ich laufe wieder zurück, 50 Minuten bergauf, fast die ganze Zeit bergauf. Nur ein paar Passagen, die gerade waren. Ansonsten ging es nur bergauf. Habe ich jetzt schon mal geschafft. Jetzt muss ich wieder zurück. Dürfte leichter sein. Aber ich bin ja nicht auf dem Fahrrad, dass ich da so runterrolle oder so. Sondern ich muss den Scheiß ja trotzdem laufen. Einmal für Rocky. So, ich melde mich gleich wieder. Und dann sehen wir weiter. Ich muss natürlich langsam machen wegen meiner Knie. Weil die Erschütterungen halten nicht aus, wenn ich schnell laufen würde. Merke sich, Achtung auf die Knie. Verdammte Scheiße. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Mist. Ich laufe hier, glaube ich, auf der falschen Seite des Berges. Irgendwo habe ich nicht gerafft, dass ich runter muss. Wahrscheinlich an diesem fiesen Arschlochberg bin ich geradeaus durchgelaufen. Verdammt nochmal. Wenn das hier so weitergeht, komme ich auf der falschen Seite des Berges runter und muss nochmal 5 Kilometer dranhängen. Ah. Oh. Da habe ich ja Bock drauf gerade. So ein Scheiß. Bin mal gespannt, wo ich hier hinkomme. Ich laufe jetzt mal weiter. Ist doch früh am Tag. Deswegen laufe ich nicht in die Nacht zum Glück. Das wäre geil gewesen. Noch viel Zeit, bis es dunkel wird. Aber verdammte Scheiße, was eine Futschspielerei. Ärgert mich. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufe. Naja, zurück ist auch keine Lösung. Alles wieder bergauf. Das will ich jetzt nicht. Jetzt muss ich durch. So eine Scheiße. Jetzt muss ich wieder bergauf. Das könnte hier der richtige Weg sein. Wieder zurück auf meinen Pfad. Ich ärgere mich. Ich ärgere mich so. Fuck. Pass doch mal ein bisschen besser auf. Ich bin jetzt schon 1:15 unterwegs und laufe einen Berg wieder hoch. Das wollte ich doch gar nicht. Das Gefühl, dass ich eben, als ich runtergelaufen bin, wieder komplett hochlaufe. Will ich doch nicht. So ein Scheiß. Wo bin ich denn hier? Hier war ich mein Lebtag noch nie. Never ever. Den Scheißbaum kennt. Den würde ich kennen. Nee. Und so weiter. Die Richtung müsste richtig sein. Hier noch lang als bergauf noch ein Stückchen. Und dann sehen wir mal. Fuck. Fuck, fuck. Ich habe das Gefühl, ich bin wieder auf meinem Weg. Ich bin gerade nicht sicher, aber ich versuche gleich irgendwas wieder zu erkennen. Mal schauen. So richtig achtet man ja doch nicht drauf, ne? Zwischendrin. Ein paar Ecken kennt man, aber eigentlich läuft man nur geradeaus, dann mal irgendwo ab. Wenn man da nicht aufpasst, die 15 Minuten Schleife hätte ich mir eben sparen können. Die hat mich genervt. Vor allem, weil es nochmal bergauf ging wie die Sau. Aber ich hoffe, ich habe es jetzt geschafft. Ich halte euch auf dem Laufenden. Jetzt bin ich definitiv auf dem richtigen Pfad. Was ein Glück. Was ein Scheiß, ehrlich. Nervt mich total. Aber egal. Laufe ich halt ein bisschen mehr heute. Die 15 Minuten, die nicht eingeplant waren, kriege ich nur lange hin. So ein Scheißwald. Verarscht mich hier, gibt's doch gar nicht. Naja, ich melde mich gleich wieder, wenn ich da bin. Und dann kommt ein Resümee. So, jetzt bin ich wieder zurück in der Shokibanoki New Television Zentrale. Die Wand hinter mir kennt man. Ich bin jetzt gelaufen 100 Minuten. 100 Minuten, das waren so ungefähr 15 Kilometer, schätze ich mal. Davon waren 10, 15 Minuten unnötig. Erst war ich hier der Gipfelstürmer. Adrian!
Run! Ja, und dann habe ich verlaufen wie Forrest Gump. Und dann habe ich aber den Weg wieder gefunden. Der Pfad der Gerechten. Jetzt haben wir drei Filme hier verarbeitet. Welche drei Filme haben wir hier verarbeitet? Schreibt das mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, ob ihr das wisst. Naja, ich freue mich auf den nächsten Sportvlog. Da geht es wieder weiter mit irgendeiner Sportart. Vielleicht ist es wieder Joggen, vielleicht ist es Boxen. Vielleicht ist es auch irgendwas anderes. Workout im Keller, keine Ahnung. Wir sehen uns. Also, und ihr da draußen, runter von der Couch. Sport machen. So heißt der Spruch. Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Mal.